Vorgestellt, Vorschau, die dritte. Ja, wir sind wieder drin im Spiel. Der Heiler heilte letztes Mal. Das heißt, unsere Leute sind wieder fit. Und der Angler war da oben und der hat geangelt. Genauso wie unser Dingens hier, sag schon, Speer gespäht hat. Und dann wollen wir mal gucken. Wir haben ja Gebiete, die wir auch jetzt hier weiter vorantreiben müssen. Ne? Aber wir hatten hier unten erstmal, das machen wir vielleicht als erstes. Wir gucken erstmal hier, dass wir das vielleicht kriegen, weil hier ist ein Feld, das können wir dann besiedeln. Das ist, glaube ich, für uns ganz wichtig wegen der Nahrung, ne? Ja, hier hat man dann auch noch den Handelsposten fertiggestellt in der letzten Runde. Handelsroute aufbauen. Ja. Okay, neuer Titel. Tane. Wunderbar, unser Clan hat eine beachtliche Ruhmesstufe erreicht. Unser Einfluss über die Region ist stark und die Herzen unserer Volkes sind von Stolz erfüllt. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt hier drei Punkte und Ruhm ist hier links. 200a, das war die Aufgabe, die wir schon erfüllen mussten. Entsendet eure militärischen Einheiten, um alle Wölfe bei der Halvard-Siedlung zu töten. Warum mehr Häuser? Okay, wir haben ganz viele Sachen hier. Vorräte erhalten, 105a, das ist die Belohnung, die wir dann haben. Das ist auch sehr schön. Gut, aber wir müssen dann gucken, dass wir noch ein bisschen was machen. Der Clan muss größer werden, das ist schon mal definitiv klar. Das heißt, wir bauen hier mal eine Hütte hin. Und hier müssen wir, ach, das haben wir jetzt auch schon bekommen. Das heißt, wir können hier dann auch die Farm bauen, ne? Da ist sie. Zack, das kommt da auch hin. Gut, wer baut die Hütte? Das ist das Wichtige. Ah, da ist schon einer am Bauen, das ist schon mal super. Gut, unsere drei Kameraden hier, da müssten wir eigentlich zusehen, dass wir mehr kriegen. Was hatten wir denn hier noch gebaut? Axtwerferlager. Können wir noch einen Axtwerfer bekommen? Sieh doch, oder? Geht das? Ja, geht. Super. Dann machen wir das auch und dann haben wir vier und dann soll es erstmal funktionieren, oder? Gut, der läuft schon da hin, oder was? Und die gehen jetzt erstmal auf Tour, oder? Was ist denn hier los? Achso, weil wir vier ausgewählt haben und nichts anderes. Euer Spieler wurde erkundet, dass er das Gebiet verletzt. Das war hier oben, oder? Ja, irgendwie kommen wir da gleich schon hin. Wir müssen jetzt erstmal gerade unsere Truppe hier haben. Und dann ist unser Speer verletzt worden. Da können wir nicht hin. Da können wir auch nicht hin. Was ist das für ein komisches Ding dann? Hier können wir hin. Hier haben wir auch schon bereinigt, glaube ich, oder? Wohl, nee, hier haben wir vielleicht nicht unbedingt. Doch, da ist hier die Grenze, okay. Dann gehen wir mal gucken, was wir hier hin können. Sind da irgendwelche Wölfe oder so? Ah, da ist so ein komischer Typ da, den machen wir gerade kaputt. Okay, das haben wir dann auch wohl soweit erstmal. Dann gehen wir hier hin. Da laufen zwei Wölfe rum. Und da haben wir noch einen. Die sind schon erledigt. Ich glaube, wenn wir schon dabei sind, ne, dann geht es hier auch nochmal gerade weiter. Eins, zwei. Zwei kommen auch nur. Das hat auch geklappt. Auch aufgeräumt. Und dann haben wir hier noch so einen Typen da rumlaufen. Ich weiß nicht, wie viele. Ob es nur einer ist. Sieht so aus, oder? Doch, der vierte ist noch hier, alles klar. Ich dachte, wir hätten nur drei, aber wir haben doch noch vier. Okay, dadurch haben wir jetzt ein Gebiet mehr. Ne, das hat unser Dingens wahrscheinlich freigemacht. Ne, wo sind die anderen jetzt hier? Da oben. Wir sollen das benachbarte Gebiet befreien. Da ist ein Bär oder was? Gucken wir mal, dass wir das hier hinkriegen, ne? Immer der voran, der gleich kaputt ist, oder? Ja, jetzt ist er kaputt. Jetzt können wir es auch nicht ändern. Machen wir den Bär kaputt jetzt hier schneller. Okay, den konnten wir gerade noch retten. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir die mal hier an die Grenze. Und ich glaube, das ist schon das erste Gebiet, was wir befreien sollen, ne? 1, 2, 3. Oh, da sind aber ein paar mehr.
Da würde ich sagen, gehen wir mit unseren drei Leuten erstmal zurück zur Heilerhütte. Und wir gucken zu, dass wir noch einen aufrüsten, ne? Du geh mal dahin und komm mal da wieder raus. Was ist denn der Treffpunkt hier dann oder so? Okay, ich dachte, die wäre da, aber ist jetzt auch egal, ist nicht schlimm. Die kommen wieder von da oben, ne? Ja, alle drei, wunderbar. Die Hütte ist noch nicht fertig. Wer ist das hier? Das ist ein Schaf, okay. Er baut aber da weiter aus, oder? Das ist schon mal gut. Steine, okay. Ich dachte, er geht da hin. Du gehst hier hin, du baust erstmal da. So, Handelsroute haben wir immer noch nicht aufbauen können, ne? Da waren wir noch nicht so weit. Und neues Wissen haben wir auch schon. Meine Güte. Wir brauchen Kröls. Holz. Und Obst. Handelsroute eröffnen. Aber bei wem? Mit wem? Das ist hier die Frage, ne? Harvard. Aber da ist es erstmal zu gefährlich, denke ich, ne? Wenn die da durchs Gebiet laufen, oder? Ich glaube, da warten wir nochmal ab, bis wir das bereinigt haben, dass die ja in Frieden hochgehen können. Der Bau vom Felder ist abgeschlossen. Gut, dann kommst du da auch gleich zugewiesen. Ist zwar Winter, aber vielleicht sähst du trotzdem aus. Wintergerste oder sowas vielleicht. Pflügen kann er auf jeden Fall schon mal. Gut, das bedeutet, hier wird geheilt. Neues Jahr, okay. Wir können uns hier verbessern. Waffenschmied, Pelzmäntel. Eure Einheiten sind im Winter nicht mehr geschwächt. Erhöht den Angriff eurer Zivilisten und der Resistenz eurer Verteidigungstürme um 30, okay. Handel. Kriegen wir mehr Kröls. Hier oben haben wir schon was gemacht. Bergbaueffizienz. Euer Speerstab beim Erforschen eines neuen Gebietes ist das schlecht. Dann müssen wir den gleich ersetzen. Schädlingsbekämpfung, Bergbaueffizienz. Haben wir noch nicht, ne? Verteidigungsstrategie. Ich glaube. Das ist jetzt grob. Wie haben wir da 59 nur? Ich glaube, wir sind hier am besten mit bedient gerade, oder? Euer Händler produzieren 20% mehr Skrulls. Krölns. Ich mach das. Winter kommt oft genug. So, und dann haben wir noch was zu sammeln, ne? Ist aber nicht so wild. So, ich glaube, die sind fertig, oder? Er hier noch nicht. Dauert noch einen kleinen Moment. Das ist der Heiler. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt gehen wir da hoch. Und greifen diese hier an. Die Gruppe marschiert jetzt hoch. Keine Ahnung, wo lang. Quer durch hier geht nicht. Ah, da ist der Seenweg, deswegen wahrscheinlich nicht. Gut. Was mit dem Besiedeln müssen wir auch noch machen. Kriegen wir alles hin, ne? Mit das tiefe Loch hier noch. Und dann bei dem Bären vorbei, der nicht mehr da ist. Und wir brauchen noch einen Speer, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber lass mal die hier erst machen. Okay. Können wir den da rausnehmen? Den nicht, den. Okay. Jetzt haben wir die Hälfte schon geschafft, sozusagen, ne?
Ja. Okay, wir haben das erledigt, oder was? Ja, wir haben... Einer ist... Wo ist denn das andere, was war? Ich glaube, dieses sollten wir dann noch machen, ne? Wir gehen mal hier hin. Und... Das ist ein Schwertkämpfer, der jetzt gerade geschwächt ist, ne? Hm. Wie machen wir das? Dann machen wir das mit denen rein erstmal nur, oder? Gucken wir mal, wie wir hinkommen. Oh, da sind ein paar mehr. Hm. Den möchte ich nicht verlieren. Vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Ah, wird ein bisschen knapp. Aber haben wir. Kriegen wir. Super, oder? Jetzt muss hier noch was passieren, oder wie ist das? Ah, jetzt klappt's. So, dann ist die Aufgabe auch erfüllt hier unten, ne? Das waren die beiden Sachen da. Hören wir zu. Wieder, ich kann mit euren Freunden vermeiden, dass Halberts Lager jetzt nicht mehr vom Bestien bedroht wird. Vermelden, nicht vermeiden. Also wir müssen klicken, damit es weitergeht, ne? Hervorragend, sorgt bitte dafür, dass seine Leute die nötige Nahrung bekommen und kümmert euch um seine Verletzten. Im Namen des gesamten Heidrun-Klans möchte ich meine aufrichtige Dankbarkeit ausdrücken. Ohne euch wären wir verloren. Ja, super. Ab sofort und immer da könnt ihr auf die Hilfe und Ergebenheit des Siegel-Clans zählen. Hiermit schwöre ich euch freilich meine Treue. Das ist gut. Sieg. Haben wir es geschafft, ne? Gut, fortsetzen. Hören wir uns weiteres an. Beziehungsweise, wir müssen weiter fortgehen, ne? Gut, Kapitel 3, diese Siedlung. Schauen wir mal. Okay, wir müssen unsere Position stärken. Bonusziele werden nach der erstmaligen Abschluss des Kapitels enthüllt. Okay. Der besagte Bannerträger des Siegelclans, der betagte Bannerträger des Siegelclans ist ein weiser und gütiger Mann, dem Überleben seines Volkes mehr am Herzen liegt als alles andere. Er verabscheut sinnlose Gewalt, weiß aber ordentlich zu schlagen, wenn er provoziert wird. Er und die Heidrun-Clan schworen euch die Treue. Er und der Heidrun nachhaltig von heurigen Wölfen rettete. Ja, machen wir, oder? Schwierigkeit ist schwer. Gibt's noch was anderes? Ah ja. Nee, machen wir. Egal. Gut, läuft. The sons of Heidrun had been shipwrecked on an inhospitable coast, but we arrived just in time to save them from the fangs of the wolves. Halvar, their elderly leader, was so grateful he swore allegiance to me the moment we met. He readily agreed to share invaluable secrets about survival. Soon enough, we would be taming the wilderness. Ja, weiter geht's, ne? Da werden wir noch ein paar kleine Sprüche jetzt kriegen, direkt im Spiel, aber dann geht's weiter. Hagen ist irgendwo draußen, wir müssen ihn finden und töten. Gewieder, ich verstehe eure Ungeduld, doch um die Kontrolle über die neuen Regionen zu übernehmen, müssen wir uns dauerhaft niederlassen. Dieses Gebiet scheint unsere Anforderungen zu erfüllen. Wir sollten uns damit hier niederlassen. Die Engel Heidruns und zähe Überlebenskünstler sind zähe Überlebenskünstler. Lasst uns doch bitte die Basis für so uns definitiv niederlassen. Ach so, Basis für eure Eroberung Nordgrads schaffen. Aber dann ist für diese Bünde der Ausdauer mit Gelassenheit kombiniert. Lasst ihn seiner Verpflichtung nachkommen und seine Treue euch gegenüber beweisen. Ich werde derweil aufbrechen und mich um die versprochenen Angelegenheiten kümmern. Verstanden, gute Reise, Brand. Der ist jetzt weg.
Leb wohl, Gebieter, ich werde bald zurückkehren. Auch schön. Unser Held ist weg, oder wie? Herbert, ihr werdet mir mit diesem Einsatz zur Hand gehen. Okay, haben wir neuen Helden jetzt sozusagen. Hab Dank, junger Gebieter, ich werde euch nicht enttäuschen. So, der Clan von Heidrun. Einrichten. Entrichtet eine Brauerei und ein Altar dem der Könige. Erreicht 500 Ruhm. Okay. Klicke auf Bauen, um ein Gebäude zu errichten. Wählt einen beliebigen Ort in dem Gebiet, um das Gebäude zu platzieren. Der Clan von Heidrun. Der Ziegelclan hält Schafe und zieht Nutzen aus ihrer Haltung. Schafe Gebäude nur von ihnen benutzt werden können. Okay. Seine Mitglieder sind Meister der Aufbewahrung von Nahrung und können sich leisten, deftige Festmähler zu organisieren, die ihren Zufriedenheit und Produktivität auf Trieb verleihen. Okay. Ja, jetzt haben wir hier die Karte und wir müssen bauen. Jetzt müssen wir hier irgendwie eine Schafhütte bauen oder was? Haben wir ja doch keine Schafhütte zurzeit, ne? Ja, okay. Was wir machen müssen, ist definitiv Holzfallhütte. Wie immer. Bauen wir die dahin. Und wir bauen auch gleichzeitig den Speer, weil der ist ja auch wichtig. Und zum Schluss, zum Expandieren, eine Hütte. Passt. Läuft, oder? So, ja, hier sind sie gerade nicht so happy. Alles ist abgeschlossen, ne? Du gehst da rein. Und wenn du fertig bist, gehst du da rein. Da braucht keiner rein, ne? So, da haben wir unseren Speer jetzt. Der geht auch schon ans Werk, das ist gut so. So, bauen wir was. Hi, Leute. Was haben wir hier? Ausbildungslager. Okay, das brauchen wir definitiv auch. Würde ich jetzt weiter hier oben hinschieben wollen. Da geht nichts mehr hin. Dann da. Bauen wir noch den Spiel. Die erste Kampfeinheit. Okay, das ist er ja, ne? Ja, da sind wir doch schon bei. Läuft doch, oder? Da ist dann die Verteidigung. Gut. Ja, wir müssen definitiv das Gebiet hier haben dann. Was hier? Speer erforderlich. Okay. Ah, da ist schon Wolf. Okay. Gut, geh du mal gleich da. Ah, ist noch nicht, doch nicht fertig, war was anderes. Okay, neues Gebiet entdeckt, jetzt ist fertig und du kannst da gleich rein. Du brauchst gar nicht weglaufen, du kommst da auch hin. Ach, das war der Holzfäller vielleicht, ne? Ne, der ist ja da. Passt schon. Kriegen wir auch hin. So, du kommst hier mit hin und dann gucken wir mal, dass wir hier Attacke machen, ne? Weil es sind ja nur zwei Wölfe, oder? Ja, genau, da ist noch einer. So. Jetzt müssen wir hier noch weitermachen. Uns fehlen jetzt hier für diesen Bereich Dinge oder was? Ah ne, geht hier. Passt schon. Das erweitern wir jetzt erstmal. Und das sind drei Wölfe. Wie weit sind wir angeschlagen? Geht so? Dann machen wir das sofort. Okay, die kommen von weiter hinten. Das heißt, wir haben den ersten Wolf schon geschlagen, bis der zweite kommt. Es gibt aber nur zwei, oder wie sehe ich das? Ja, das passt doch schon mal. So, besiedeln wir auch. So, und dann läuft's schon mal ganz gut, würde ich sagen. Wir haben aber kein Zeug, das brauchen wir erstmal. Hm, gut. Die stellen wir erstmal hier hin. Wer ist das? Kann ich nicht sehen. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir was bauen können, oder?
Ah, jetzt geht schon wieder. Ein Haus. Speerlager. Holzfäller. Was haben wir hier? Bergwerk. Ausbildungslager, Axtwerfer und Schildknappenlager. Nee, wir machen erstmal eine Holzfällerhütte noch hier hin. Geht hier noch eine hin? Nee, da ist schon alles belegt jetzt. Da würde ich es nicht machen wollen. Ich würde es dann eher hier hin machen. Das ist wichtig, denke ich. Und dann haben wir erstmal wieder nichts mehr, was wir machen können. Ja, bedeutet, wir können ja mal gucken, dass wir hier... da ist ein Wolf. Ich glaube, es sind drei Wölfe, ne, oder? Wenn wir von hier kommen, können wir die vielleicht nacheinander nehmen. Ne, das sind Hirsche, sehe ich gerade. Ja, komm, dann gehen wir von hier aus dahin, dann passt das schon, ne? So, das ist einer. Das ist tatsächlich nur einer, oder? Okay, wir sind drei. Okay, was jetzt? Seht doch, eine Valkyrie. Ich glaube, Odins Maids könnte uns helfen, unsere Feinde zu bezwingen. Okay. Wartet, Gebieter. Ich fürchte, etwas stimmt nicht mit ihnen. Für wahr, welch eine Tragödie. Diese holden Geschöpfe scheinen verdorben worden zu sein. Wir könnten nichts weiter für sie tun, als sie von ihren Leiden zu erlösen. Sie sind jedoch bestimmt schreckliche Gegner. Okay, wissen wir da auch Bescheid, ne? Bessere Armee ausbilden. Unser Speer spät. 80 Nahrung. Wir machen erstmal die Fischerhütte. Die wäre wichtiger. Geht die schon? Leider nicht. Wir brauchen mehr Holz. Wer baut hier? Keiner? Das ist schlecht. Du gehst erstmal hier bauen. Brauchen Holz. Ja, Holz ist gerade unser Problem. Wir werden angegriffen irgendwo. Unsere drei Leute gehen hier hin und gucken, wo da der Gegner ist. Der da, okay. Okay, das haben wir leicht erledigt. Wir brauchen aber auch noch eine Heilerhütte, ne? Die müssen wir vielleicht als erstes gleich in Angriff nehmen. Das ist wichtig, damit wir hier nicht ständig und ewig das Problem haben, dass uns nachher die Leute kaputt gehen. So, und jetzt brauchen wir unseren Speer noch. Wo ist denn der unterwegs? Ich sehe ihn gerade nicht. Da ist er. So, wenn er das entdeckt hat, darf er erstmal da hinten hin. Weil da hinten kann man was entdecken. Das wollen wir doch mal tun, oder? Genau. Dann läuft das besser vielleicht. Wer weiß, was es da gibt. So, Holz geht voran. Können wir bauen. Ja. Haus, Speerlager, Holzfällerhütte. Heilerhütte, haben wir gesagt. Die würde ich auch schon ziemlich weit hier hin machen. Und du baust das. Und bist dann auch nachher vielleicht der Heiler, ne? Hier wird entdeckt. Läuft soweit. Was war das? Das war nicht das. Keine Ahnung. Naja. Happiness ist nur ein bisschen schlecht. Wir brauchen diese Skaldenhütte auch noch. Aber lass mal das weitermachen erstmal. Vielleicht ziehen wir die mal ein bisschen zum Schutze der ganzen Geschichte hin. Wer weiß, was da rauskommt, ne? Ich rechne ja mit Positiven, nicht mit Negativen. Okay, da ist dann der Heiler. Gut, haben wir schon Holz zusammen für eine Hütte? Dann würde ich jetzt erstmal noch eine Hütte hier hinbauen. Ach, ein Fischhäuschen, der nachfällt. Ah, wo ist denn der Fischer? Fischerhütte. 80 Holz. Wir haben 62. Okay, dann lass uns da mal gerade warten. Gucken, was hier rauskommt. Die gehen mal gerade doch hier hin, um geheilt zu werden, ne? Ja, wir brauchen mehr Häuser. Wir sind da dran, ne? Kein Problem. Jetzt der Winter da. Die werden erstmal geheilt, das ist gut. Und unser Speer macht was.
Vielleicht kriegen wir was. Will ich hoffen. Alter, Schätze gefunden. Ihr habt 100 Crowns gekriegt und 50. Was ist das? Ah, hier. Haben wir ja auch noch, ne? Schafe extra. Das ist schon mal das Wichtigste. Mehr Holz. Und dann wird weiterentdeckt. Das ist alles gut soweit. Das läuft. Hier wird geheilt. Das ist auch okay. Hier fehlt es jetzt am Holzfäller oder was? Okay. Bring mal erst das Essen weg und dann kommst du in eine Holzfällerhütte. Hat man das nicht schon ausgewählt? Ich meine ja, wo ist der geblieben? Oder die? Vielleicht hat man die auch irgendwie ausgewählt und dann was anderes machen lassen. Das könnte natürlich auch sein. Oder Unzufriedenheit herrscht. Schauen wir mal. So, 70. Wir brauchen aber 80. Das heißt... Ne, wir brauchen nicht mehr 80. Oder doch, für die Fischerhütte brauchen wir 80. Das wollen wir erst noch regeln. Oder was weitermachen. Wir werden angegriffen. Jungs, kämpfen. Mach mal das hier, damit er da hinkommen. Ah, schade, zu spät. Naja, aber die kriegen jetzt erstmal einen auf die Mütze, die Wölfe. Das ist aber ärgerlich, dass wir wieder einen verloren haben. 10 von 11. Wir brauchen aber Holz, weiter geht's hier. Okay, wir müssen die mehr in die Basis also reinbringen. Wer ist das denn hier? Holzfäller. Der hat seine Holzfällerhütte verloren, oder was? Wusste nicht mehr, wo die ist, oder wie? Ist auch ein Holzfäller. Das versteht jetzt keiner, oder? Gut. Fischerhütte. Hey, da war doch gerade so viel... Ah, da geht's. Und du baust die Fischerhütte auf, ist doch wohl klar. Was sind das für hässliche kleine Wesen? Ich glaube, es sind Knobolde. Auf dem Kontinent hat man sie selten zu Gesicht bekommen. Hier im Nordgard scheinen sie jedoch zu gedeihen. Sie sind nicht aggressiv, doch sie stellen Territorialverhalten zur Schau. Wenn wir weitergehen, werden sie uns auf jeden Fall angreifen. Ich frage mich, ob sie vielleicht mit uns handeln würden. Okay, da müssen wir mal überlegen, was wir damit mit denen machen. Unser Speer hat die entdeckt, okay. So, Holz. Was haben wir denn hier? Kriegsmeute. 2, 1. Ja, Hütte. Als nächstes eine Hütte bauen. 50 Holz. Ich hoffe, unsere Holzfäller sind soweit tätig. Ist denn jetzt hier ein Holzfäller unterwegs? Ich glaube ja, ne? Fehl wieder rufen. Wie kriege ich denn den Holzfäller wieder los? Das ist schlecht. Wieder mehr wissen. Wie kriege ich Befehl widerrufen? Wir sind angegriffen. Wo sind unsere Truppen? Ja. Wer geht da mit? Egal. Passt, okay. Also sie kam jetzt immer von da, ne? Das sind unsere drei Waffen heute. So, das heißt, wir gehen da mal hin und klären das mal gerade. Weil anders funktioniert es ja wohl nicht. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann kommen die auch nicht mehr rüber. Aber die hier, müssen wir drauf aufpassen, was die mit uns machen noch, ne? Okay. Können wir da was machen? Aber wir können hier was machen, ne?
Auf jeden Fall sollten wir das tun, weil das ist hier so ein Steinkreis. Das ist ja das Ding mit dem, ne? Waffenschmied. Machen wir. So, da müssen wir jemanden zuweisen. Die gehen definitiv hier hin. Ich würde sagen, hier. Das ist der Heiler. Hier steht ein Holzfäller. Kann der das wenigstens machen? Bereits diesem Gebäude zugewiesen. Verstehe ich jetzt nicht, aber wenn das so ist, dann macht das. Achso, wir brauchen noch einen Fischer. Geh du mal hier. Fischerhütte bauen. Der macht hier jetzt was? Ah, da wird Wissen mehr gefördert. Das ist wichtig. Okay. Machen wir nichts dran. Das lassen wir mal so laufen. Obwohl, der könnte mal zum Heiler gehen, ne? Ach, das sind hier die Walküren, oder was? Schwierig, ne? Dieses Gewitter, da ist ganz schön böse, oder? Ja, die Fischerhütte, genau das ist das Thema gerade, ne? Angeln bitte gehen. Hungern ist nicht gut. Moral ist schon null. Komm, mach mal. Geht. Brauchen mehr Häuser. Aber für mehr Häuser brauchen wir auch mehr Dingens. Wo kriegt denn jetzt unser Speer rum? Ich hätte jetzt unseren Speer gern gefunden. Der ist da. Du gehst erstmal heilen. Ach wie, unser Heiler ist auch nicht mehr da. Na schlecht. 11 von 11. Hm. Bau mal schnell eine Hütte hier. Wer ist das? Speer. Speer geht jetzt erstmal hier Heiler machen. Gehen denn mehr Fischer in diese Geschichte da rein? Weil wir haben gerade ein Defizit am Essen. Ja, geht. Das ist schon mal cool. Handel. Das machen wir mit den Schafen. Das ist für uns wichtig. Anderen kleinen Gesichter. Ich glaube, daran werdet ihr Gefallen finden. Okay, das ist schön. Da sind unsere Freunde, oder was? Hagen. Was? Die Ziegen haben überlebt? Ich dachte, sie wären in der Bauchen der Wölfe gelandet. Albert, ihr seniler Ziegenbock. Ihr seid wirklich ein zäher Brocken. Ergebt euch jetzt, dann lassen ich Gnade walten. Niemand ergibt sich hier, Hagen. Noch nicht mal ihr bekommt diese Chance. Ihr habt meinen Vater getötet. Macht euch bereit zu sterben. Der Sohn des Hochkönigs ist auch da. Ach, rein gar nichts ist nach Plan gelaufen. Ich dachte, ich hätte euch getötet, aber das spielt nun keine Rolle mehr. Dann erledigt euch eben jetzt. Vermessenheit führt zu noch mehr Elend. Ihr habt nur eins geschafft, euch noch mehr Feinde zu machen, als ihr ohnehin schon habt. Und hattet. Albert, es gibt eine Planänderung. Mein Ziel ist jetzt die Zerstörung seines Außenpostens. Dieses gefiederte Schurke hat... Hä? Dieser gefiederte Schurke hat plant, möglich uns mit Söldnerüberfällen zu drangalieren. Vielleicht wäre es klug, Verteidigungstürme an den Grenzen zu unserem Hoheitsgebiet zu errichten. Stimmt, außerdem sollten wir unser Speerlager verbessern, damit unsere Speeraufklärungseinsätze in feindlichen Gebieten durchführen können. Gut, da haben wir ja ganz schön was zu tun, würde ich sagen. Aber so wie das aussieht, ist die Länge jetzt schon wieder etwas mehr geworden. Und deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir das so, dass wir hier erstmal
eine Pause machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge wieder mitbegleitet. Ein Abo habt ihr bestimmt schon und einen Daumen hoch für die Folge, wenn es euch gefallen hat, gebt ihr auch und macht die Glocke an, damit ihr dann die Folge auch mitkriegt, wenn die hochgeladen wird. Oder halt die anderen Folgen, ne? Ist klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.